So, das hier ist unsere sehr einfache Campsite. Hier gibt es also zwar fließendes Wasser, aber das war es aber auch schon. Also kein elektrisches Licht oder sowas. Das ist alles hier höchst einfach gehalten. Die Insel ist also ausschließlich für Ökotourismus und das ist auch gut so. Also wir haben hier so ein halbes Häuschen mit zwei Betten drin, ein Moskitonetz, wenn man es haben möchte. Und das war es eigentlich auch schon. Und ja, hier laufen also abends und auch morgens die wilden Tiere durchaus durch. Man sieht also massenhaft Pferdehaufen. Also das ist hier nicht eingezäunt oder sowas. Das hier ist der Gemeinschaftsraum. Und da sitzt meine liebe Heidi, da hinten. Oh. Also heute Abend, die Wanderung dient eher so eine Erklärung von medizinischen Kräutern und solche Sachen. Wir sind jetzt nicht gezielt auf Tiersuche, obwohl hier irgendwas rumgelaufen ist. Das waren definitiv Elefanten hier. Tree, even in the water. It is evergreen tree. Their leaves are evergreen tree and it can crop like for 4 times in a year. The fruits of the trees are eatable by different animals. Elephants, people, warthog, baboons, even monkeys. Oh. So, der Tag geht und Windhook-Lager kommt. Ich glaube, der macht Whisky. Ja, mich ja nicht. Ich kann bestimmt dein Buch lesen, ne? Ich kann dann bestimmt dein Buch lesen, oder? Ja. Dann beeil dich mal. So, heute Morgen sind wir wieder auf einer dreistündigen Pirsch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Akku von dem iPod aushält. Wahrscheinlich nicht die ganze Strecke, aber ich habe immer noch meine zwei anderen Kameras dabei. Wir gehen deshalb so früh los, ist eigentlich logisch, um Tiere zu sehen. Which one? Gesehen, das sieht man exakt, wenn man hier gerade ausschaut. Da vorne, vielleicht 200 Meter entfernt. Sicherlich war die Kamera nicht so gut zu sehen wie im Original.
So, jetzt könnten wir uns langsam der Mittagszeit, jetzt wird es höchste Zeit, zurückzukommen, jetzt wird es ziemlich heiß. Aber es war eine tolle Sache, muss ich schon sagen. Ich habe schon viele Sachen in Afrika gemacht. Aber das hat mir schon mit am besten gefallen, weil es also wirklich sehr ökomäßig ist. Vor allen Dingen zu Fuß durch die Wildnis zu gehen. Das kann man auf den meisten Safaris so nicht erleben. Also irgendwann wird es hier so flach, dass die Mokoros geschoben werden müssen. Holper-Piste. Und einmal noch in der Lodge und dann geht es 4 Tage in die Wildnis rein. Wir sind jetzt in der Drifters Lodge in Mount angekommen. Das ist eine wunderschöne Lodge. Wir haben vorne ein Zelt und da gibt es ja, einen wunderschönen Aufenthaltsbereich, da im Hinterbereich, da gehen wir gleich mal hin. Hier sind wir eine Nacht und dann gehen wir 3 Tage in die Wildnis und auf der Rückfahrt kommen wir dann noch einmal hier hin. Wir wechseln hier den Truck und steigen um auf einen Vorwieler, weil wir sonst nicht in die Wildnis reinkommen würden. Ich bin dabei. Er muss aber auch hier hingucken, sonst geht er ja alles nicht. Ja, macht da alles keinen Sinn, wenn ich dir auf dem Rücken gucke.